Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 28 vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal haben wir unsere Mission geschafft. Allerdings ist die ganze Überschattung da durch den Tod unseres zweiten Piloten. Das ist äußerst schlecht gelaufen. Und naja, Ingenieurwissenschaftler und wir haben noch Ferzor als Pilot. Wir können maximal 5 haben. Wir nehmen noch einen vielleicht dabei. Mal schauen. Wir haben auch nur noch diesen hier im Angebot. Dann sollten wir den vielleicht noch rüberholen. Und das war's dann erstmal. Dann wird's auch schon knapp mit Piloten. 2 sind nur noch da. Und wir hoffen, dass wir irgendwann neue kommen. So, neue Aufgaben, neue Ziele. Ah, 2 Touristen, 2 Touristen. Hier perform visual surveys of Kerbin. Was müssen wir da machen? Also unter der lokalen Koordinate sollen wir unterhalb von 16.000, nee, überhalb von 16.000 Meter near der Site. Der Zeit, wie soll man Zeit übersetzen? Der Position VF94S irgendwie besuchen. Ist jetzt nicht so. Guck mal, den können wir hier sofort dazu nehmen. Landet. Den können wir anbauen und dann geht's los. Das ist auch so einer, die wiederholen sich alle. Also wollen wir mal 2 Sterne jetzt vielleicht nehmen. Test J33 Wesley's Basic Jet Engine on Flight over Kerbin. Test R75 Flare Solid Fuel Booster. Und Suborbital Trajectory over Kerbin. Aha. Da ist der Orbiting Kerbin. Da ist noch ein TT-38 Carrier-Decoupler on Suborbital Trajectory over Kerbin. Sollen wir den? Ja, super. Orbit Kerbin ist auch noch da. Orbit Kerbin. Ich glaube, unsere finanziellen Mittel 434.000. Eigentlich können wir ein bisschen was mehr machen, ne? Ja, sollten wir den Orbit probieren zu erreichen. Natürlich schon ein größeres Ziel. Also wir sollen definitiv einen schönen Orbit um Kerbin haben, um das Ziel zu kriegen. Einen stabilen Orbit müssen wir schaffen. Ja, ist also eigentlich nicht so schwer, ne? Lass das andere Separton. Ja, eigentlich sind dieser und dieser beide dann eigentlich in einer Mission. Gut, dann würde ich sagen, wir haben ja schon einer jetzt hier. Set Speedrocket, ne, Test LVT 45 Swivel Liquid Fuel Engine Landed at Kerbin, den haben wir, den lassen wir jetzt auch und machen da noch einen zweiten zu. Nächstes Mal machen wir die 2 Geschichten mit Orbiten. Dann würde ich jetzt fast sagen, machen wir den Test J33 Wesley's Basic Jet Engine in Flight over Kerbin. Hier wäre der. Ne, wir machen schon den hier mit 2 Sterne. Gut ist es. Okay, die beiden Sachen haben wir. Dann müssen wir eine Rakete dafür bauen. Gut, dann gucken wir hier gerade nochmal rein. Kerbin Flying Höhe 18.000 bis 27.000 Meter, 300 bis 700 ist der Speed. Liquid Fuel Engine, das machen wir auf der Erde. Gucken wir uns doch mal an, wo der ist. Ne, da ist er, das ist der, okay. Ach, das ist hier so ein, das ist eigentlich ein Triebwerk, was
nicht für eine Rakete ist, sondern für einen Orbiter. Okay. Ja. Das ist der Jet 33 Wesley Basic Jet Engine. Der andere ist der LV745. Das ist dieser. Okay, das heißt, mit dem müssen wir hoch. Aber das war jetzt eine doofe Idee, weil wir müssen ja erstmal hier oben sowas haben. Und dann müssen wir Kraftstoff haben. Den und den, denke ich. Ups. So. Ja, dazwischen müssen wir aber vielleicht noch eine Trenneinheit haben. Und ach, diese Basic Jet Engine, die ist ja auch noch da, ne? Wie kriegen wir die denn da getestet? Ja. Geringe Flughöhe, ja, soll aber angeblich bei 18.000 bis 27.000 Meter getestet werden. Okay, der würde auch da drunter passen in dem Sinne. Aber was braucht der für ein Fuel? Steht da jetzt nicht so wirklich, ne? Und will ich den... Schwierig. Ist der das? Brauche ich den? Das ist die Frage, ne? Und den kann ich auch nicht direkt andocken. Auch cool, ne? Oder? Das bedeutet, den will ich dahin machen. Das wird ja schon wieder schwer, ne? So. Und so. Sieht interessant aus, ne? Jetzt brauchen wir noch irgendwo den... sag... Parachute, Radial Parachute, da. Zwei Stück. Lass es so. In der Hoffnung, dass das funktioniert, dass wir runterkommen. Ja, wir bauen noch ein bisschen mehr, weil ich glaube, das ist nicht die Ende, die richtige Lösung. So. Ich will hoffen, dass es so funktioniert. Etwas kopflastig, aber wenn es so ist, ist es so, ne? Ein bisschen tiefer. Ich habe fast so ein bisschen die Vermutung, dass wir da... Na. Dass wir da noch zwei Feststoffpaketen brauchen in dieser Form hier. Die. Das ist zwei, ja. Ich glaube, sonst kommen wir nicht hoch genug. Und zwei Nose Cones da drauf.
Sieht gut aus, oder? Aber das muss tiefer hier. Geht aber nicht tiefer, oder? Ah, das ist das Einzige, was geht, ist das. Aber, oh, das sieht aber auch nicht gut aus. So, passt's. Ja. Ja, würde ich jetzt sagen, ne? So muss es gehen, oder? Der muss noch da zum Testen. Die beiden Tanks gehen da dran, dann sprenge ich die ab. Der muss unten mit rein, damit der Test auch funktioniert. Ja. Der und der absprengen, danach den absprengen. Ne, den nicht, noch nicht absprengen, der muss da hoch. Ah, da musst du doch noch eine Ebene hin. Wir hätten den andersrum machen müssen, aber das wäre auch nicht gegangen. Und dann den Test machen. Und dann absprengen. Und dann den Fallschirm und... Na, da sprengen wir falsch ab, sehe ich gerade schon. Warte mal, der. Erst der. Dann der. Schwierig, ne? So, das brauchen wir zuletzt. Vorher den abgesprengt. Den getestet. Den davor ab. Die davor ab. Ich glaube, jetzt haben wir es richtig. Wir starten alle. Zusatztanks ab. Das ab. Testen. Weg damit. Landen. Ich glaube, so muss es passen. Ich weiß nicht, wie ich es nennen sollte. Testrack. Ich nenne es einfach mal nach der Folge jetzt. 28, dann passt das schon. So, speichern. Wir stehen auf Erde. Ich hoffe, das kippt auch nicht um. Das ist nämlich das nächste, was noch passieren kann. Aber ich sollte so gehen. So, dann mal raus. Kurz hier einmal reingeguckt. Ich weiß jetzt nicht, wofür das da steht. Keine Ahnung. Haben wir irgendwas noch nicht geschafft oder sowas? Aber das ist jetzt auch nicht wichtig. Gut. Dahin. Den Ingenieur nehmen wir da weg. Da kommt der Nals da rein. Ah, wir hätten erst die Rakete auswählen sollen. Testrack 28, da. Jetzt den Miles da darüber. Mission Flag passt und Launch. Da wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer, ob es funktioniert. Sieht soweit ganz gut aus. Wir müssen Schub geben, aber nehmen wir auch weniger Schub, SAS an. Und dann denke ich mal, können wir eigentlich schon loslegen, oder? Ja, der lacht auch schon nicht mehr. Aber ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir passend hochkommen. Irgendwie ziemlich lahm aus. Wir hoffen, dass es alles so klappt, wie wir das vorhaben. So, die weg. Full Speed. Passt. Wir sind im ersten Test durch.
Geschwindigkeit ist zu hoch, ne? Genau so ist es. Geschwindigkeit fällt runter. Nein, runter mit der Geschwindigkeit. Wir sind noch zu schnell. Und Höhe passt nicht. Nein, das ist ja nicht wahr. Wir sind zu hoch. Okay, dann lass es so. Höhe brauchen wir. Ja, jetzt steigen wir. Das war jetzt ein Fehlding im Endeffekt. Lass uns mal gerade reingucken. Wie hoch gehen wir noch? Wow, 59.000 Meter. Da haben wir ein bisschen geschlafen. Geschwindigkeit passt jetzt in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, wieder gegenzulenken gleich. In der passenden Höhe. Ich glaube, wir können aber gerade mal vorübergehend die Geschwindigkeit erhöhen, dass wir da irgendwo hinkommen, wo es so ist, dass es geht. So, ich glaube, den höchsten Punkt haben wir jetzt gleich erreicht. Geht wieder runter. Das ist gut so. Geschwindigkeit haben wir gleich auch. Dann müssten wir ein bisschen gegensteuern. Vielleicht. Ich mach mal langsamer. Sonst bin ich gleich noch da vorbei, wo es wichtig ist. 27.000 Meter Geschwindigkeit. Steigt stetig. Ja, wir kriegen das aber gut angehalten. So. Weit ist es nicht mehr runter. 2000 noch. Jetzt ist es auch leer. Auch schön, ne? Das heißt, wir können eigentlich jetzt die Stufe trennen, weil die brauchen wir nicht mehr. Und das Laufwerk hat es gerade gezündet. Funktioniert zwar nicht, aber ist egal. Und ich... Na gut, das passt noch. Die Stufe auch bitte weg. Und... Nee... Ich mal gerade bitte irgendwie das Ding lenken, dass das Teil weg ist. Das drückt mich nämlich jetzt gerade, glaube ich, runter. Ah, da fällt es ab. Das ist ja auch gut so. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum unser toller der Ring geht nicht ab, der Dekappler. Ist auch egal. Zack, Schirme raus. Alles gut. Warum der jetzt nicht getrennt hat, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Wir können jetzt, glaube ich, noch ein bisschen schneller machen, dass wir schneller runterkommen. Sieht gut aus, ja. Ja. Eigentlich alles gut geklappt. Ja, 500 Meter vorbei. Der Boden kommt näher. Ich mach mal nur noch auf der Stufe 3. Dann auf Stufe 2 gleich. Kommt der Boden doch relativ zügig, ne? Ich mach mal auf 1, weil wir ja gleich einen Touchdown haben. Und alles gut, oder? Wunderbar. War erfolgreich. Gut. Das Gefährt bergen wir. Ja, und dann würde ich auch sagen, hat's für die Folge gut geklappt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.